Der Neckar-Captain sticht in See. Oder vielmehr in den Neckar. Doch was fehlt, sind die Passagiere. Das liegt nicht nur am Wetter, sondern auch an der Baustelle des Rosensteintunnels direkt an der Anlegestelle. Am Wetter hat die Stadt nun keine Schuld, aber die Baustelle ist natürlich schon ein großes Hindernis. Wir haben hier keinen Fußgängerverkehr mehr. Das merken wir natürlich, besonders bei den kurzen Rundfahrten. Bauarbeiter und Bagger statt Flussbummel. Seitdem hat der Captain Schlagseite. Ein Schiff hat er bereits verkauft. Die Stuttgart schippert nun in Belgien. Drei Mitarbeitern musste er auch schon kündigen. Nun bleiben noch drei Schiffe. Das vierte, die Bad Cannstatt, ist sein Büro. Wenn es so weitergeht, muss er ein weiteres Schiff verkaufen, erzählt er uns. Dabei wäre aus seiner Sicht eine Aufwertung der Anlegestelle nicht schwer. Das Ufer könnte genutzt werden für Gäste, die sich da hinsetzen, die müssen ja nicht alle zwangsweise bei uns eine Fahrkarte kaufen, aber einfach hier eine Aufenthaltsqualität zu schaffen. Hier Sitzgruppen, Sitzbänke an den Ufersaum zu setzen. Bei der Stadt findet der Captain zumindest Gehör für seine Ideen, doch die will nicht nur Bänke aufstellen. Die Ufergestaltung ist hier Chefsache. Die Stadt am Fluss ist eines der ganz großen Themen von Oberbürgermeister Fritz Kuhn. Es gibt einen Masterplan, einen großen Wurf, wie der Neckar in Stuttgart erlebbar gemacht werden soll. Klar ist, dass wir im Mai im Gemeinderat darüber beraten werden, wie ein Ideenwettbewerb für das Neckarknie aussehen kann. Das Neckarknie befindet sich also an der Wilhelma und am Wasen, also auch genau den Bereich des Neckar-Captain. Da wird sich also auch noch sehr viel tun. Doch bis sich was tut, wird es noch einige Jahre dauern. Bis dahin fordert der Neckar-Captain sofort Forthilfe. Aus Sicht der Stadt gab es die schon in Form von Schildern. Man hat geguckt, wo können die Wilhelma und Herr T., wo können die für sich werben, damit eben auch Laufkundschaft den Weg dahin findet. Das bringt schon was, das ist auch sehr wichtig, aber das ist es nicht allein. Die Infrastruktur, fehlende Parkplätze oder ein enger Fußweg oder vermüllt, schreckt die Menschen ab. Keine schönen Aussichten also. Auch wenn die Stadt sich bemüht, so brummt vor allem der Baustellenlärm statt das Geschäft mit den Rundfahrten. In Seenot sieht sich der Neckar-Captain aber nicht. Sein Angebot würde nur kleiner werden. Schließlich weiß er ja, wie man sich über Wasser hält.